Bundestagswahl 2021. Das Rentenwahlprogramm der SPD im Check durch Rentenbescheid24.de. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Grundsätzlich sind unsere Videos keine Wahlempfehlungen für die jeweilige Partei, die wir hier zum Thema Rentenwahlprogramm 2021 durchleuchten. So soll es auch bei dem Rentenwahlprogramm der SPD sein. Das Rentenwahlprogramm der Sozialdemokraten 2021 steht fest. Das Programm steht unter der Überschrift Respekt vor deiner Zukunft. Und mich als Rentenberater hat vor allen Dingen interessiert, was die SPD zum Thema gesetzliche Rente in dem Bundestagswahlprogramm 2021 geplant hat. Nach folgenden Parametern haben wir das Wahlprogramm der SPD zum Thema gesetzliche Rente geprüft. Und zwar haben wir uns das SPD-Wahlprogramm in Sachen Bürgerversicherung mal angeschaut. Wir wollten wissen, ob die SPD irgendetwas zum Thema Anhebung der Regelaltersgrenze, also Stichwort länger arbeiten, gesagt hat. Gibt es die Einführung einer Mindestrente? Soll die Rente mit 63 durch die SPD zukünftig abgeschafft werden? Gibt es irgendwelche Verbesserungen für die Erwerbsminderungsrente und Aussagen zur betrieblichen Altersversorgung oder anderweitigen Absicherungen durch das Wahlprogramm der SPD? Fangen wir einfach mal an. Was hat denn die SPD zum Thema Bürgerversicherung gesagt? Und da wird sie relativ konkret und sagt, die SPD will die Bürgerversicherung für die gesetzliche Rente als sogenannte Erwerbstätigenversicherung. In diese Erwerbstätigenversicherung sollen alle Gruppen der Gesellschaft einzahlen. Die Erwerbstätigenversicherung birgt nach Sicht der SPD den Vorteil, in einem System, in das alle einzahlen, also auch Beamte, Abgeordnete, Selbstständige, auch Rechtsanwälte, so wie ich zum Beispiel. Es soll mit dieser erwerbstätigen Versicherung eine auskömmliche Rente ohne Armut im Alter erreicht werden. Die Einbeziehung weiterer Gruppen in die Rentenversicherung könnte dazu beitragen, so die SPD, finanzielle Herausforderungen für die Zukunft abzufedern, wenn zum Beispiel geburtenstarke Jahrgänge, wie zum Beispiel die Babyboomer, in den Ruhestand gehen. Das zum Thema Bürgerversicherung. Was sagt die SPD zum Thema Anhebung der Regelaltersgrenze von 67 Jahren auf länger? Die SPD lehnt die Anhebung der Regelaltersgrenze von 67 Jahren auf später, also auf bis 70 Jahre, grundsätzlich ab. Die SPD will, dass es stabile Rentenleistungen gibt und will das Rentenniveau auf 48% beibehalten oder festschreiben. Die SPD will Erwerbsminderungsrentnern vor Armutsrisiken schützen, die betriebliche Altersversorgung ausbauen und insbesondere auch Kleinunternehmen damit einbeziehen. Und sie sagt auch schlicht und ergreifend, die Riester-Rente ist für uns erledigt. Sie hat sich von der Riester-Rente abgewendet und sie fordert eine private Altersversorgung mit weniger Bürokratie. Und zwar nach dem Vorbild aus Schweden. Was sagt die SPD zur Einführung einer Mindestrente? Die SPD hat gemeinsam mit der CDU/CSU, das wissen wir ja nun alle, die Grundrente eingeführt. Es wird also hier keine andersweitige Absicherung geben. Gibt es irgendwas zum Thema Mütterrente? Und da hat die SPD nichts dazu geschrieben zur Mütterrente 3, also die Erweiterung der Kindererziehungszeiten für vor 1992 geborene und erzogene Kinder. Es wird also da auch keine Angleichung der Mütterrente 3, wie von der CSU gefordert, geben. Sagt die SPD irgendetwas zum Thema Abschaffung der Rente mit 63? Von der Abschaffung der Rente mit 63 ist im Wahlprogramm der SPD nicht die Rede. Vielmehr soll die Altersrente für besonders langjährig Versicherte beibehalten werden, also vor Erreichen der Regelaltersgrenze soll man weiterhin abschlagsfrei in Rente gehen können, unter ganz bestimmten Voraussetzungen.
Gibt es irgendwelche Veränderungen bei der Erwerbsminderungsrente? Die SPD will Erwerbsminderungsrentner vor Altersarmut schützen. Aber was genau sie damit meint, ist für mich nicht klar. Also im Wahlprogramm wird sie da nicht konkret. Gibt es irgendwelche Aussagen zum Thema betriebliche Altersversorgung? Da sagt im Grunde genommen die SPD, dass sie die betriebliche Altersversorgung als einen Teil der Altersversorgung insgesamt verbessern möchte, auch bei Kleinunternehmen. Die Riester-Rente soll abgeschafft werden. Die SPD fordert weniger Bürokratie bei der privaten Altersversorgung und sie ist für ein neues Angebot der privaten Altersversorgung nach dem schwedischen Modell oder schwedischen Vorbild. Wenn man das Wahlprogramm der SPD in Sachen Rente so liest, da beschleicht einem so das Gefühl, dass noch nicht ganz klar ist, wie die SPD die riesigen Herausforderungen der Altersdemografie überhaupt bewältigen will. Das ist im Übrigen auch etwas, was wir auch in den anderen Wahlprogrammen gesehen haben, dass da also relativ wenig dazu gesagt worden ist. Wir sagen, das Rentenwahlprogramm der SPD haut einem nicht vom Hocker, aber es hat zumindest schon mal ganz klare Aussagen und Tendenzen gebracht zum Thema Bürgerversicherung. Und ich sage, für mich persönlich ist die erwerbstätigen Versicherung, da mache ich auch gar kein Geheimnis daraus, ein sehr guter Ansatz. Aber nochmals, ich gebe grundsätzlich in diesem Video keine Wahlempfehlung für die SPD ab. Das müssen Sie bitte entscheiden am 26.09.2021. Näheres zum Thema Wahlkampfcheck der Parteien finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.